Fränkel frotzelt Spezial. Der Wackelfränkel im Werk Feuerwehr Simulator 2014. Und jetzt steigen wir erstmal ein in das Fahrzeug, um das mal zu testen so ein bisschen. Entschuldigung, Moment mal. Ich kann es gerade nicht fassen, das bin ja ich. Ich möchte an dieser Stelle aufrufen, Martin und Sachsen-Let's Player, bitte meldet euch bei mir und auch alle anderen, die, dieses Spiel hier Let's Playen und Szenen haben, in denen sie den Fränkel entdecken. Ja? Ich würde die ganz gerne zu einem Potpourri zusammenschneiden und mal auf meinem Kanal veröffentlichen. So, liebe Freunde, ich bin zum Feuerwehrmann befördert worden und als Geschenk habe ich eine kleine Puppe bekommen, ja? Schauen wir mal, wie sich die bewegt, wenn man fährt. Hoffentlich fängt der nicht zum Schimpfen jetzt damit in der Fahrt. Ich will mal was gucken, eben kurzfristig. Irgendwo ist der Franklin hier drin anscheinend. Jetzt will ich mal gucken. Ihr kennt den Franklin alle. Franklin und Verrustled. Ist er da drin? Ich wollte das eigentlich warten, bis ich mein Auto kriege. Das kann aber noch 100 Jahre dauern. Nee, noch ist er da nicht drin. Ist er da drin? Ey, Franklin, bist du da? Da ist er drin, da. Falls es dir nicht aufgefallen ist. Mann, komm, ich will jetzt nur an Franklin angucken. Ach, hau doch auf. Selbstständig bei Zeiten Feierabend zu machen, muss ich dich jetzt zwangsweise. Ja. Toll, ich wollte gerade nach Hause gucken. Franklin, moin, ich bin Heini. Wo hältst du denn? Frank mit Vornamen, ne? Wir haben uns schon mal kennengelernt. Angenehm, Frank, ne? Oh ne, sie haben's getan. Sie haben es getan, sie haben eine wirklich eine Harald Fränkel Wackeldackel Figur in das Fahrzeug eingefügt. Ach nee, oder? Wie geil ist das denn? Und der. Wie schön, dass sie schon mit dem Kopf dreht. Ach herrlich, herrlich, herrlich. Ja, Harald, du bist verewigt worden. Aber was geil ist, ist in Florian 4 drin, das ist so geil. Eine Fränkelpuppe, das ist total edel. Deswegen werde ich auch mit den Löschfahrzeugen dann jetzt immer mit offenen Toren fahren, weil wenn der Fränkel schon mitfährt, dann müssen wir auch so fahren, wie Fränkel das gerne hat, weil Fränkel sagt, bei einem LKW der Feuerwehr müssen hinten die Rolltore offen sein, das macht man so und jeder, der das nicht weiß, ist von der Jugendfeuerwehr, also müssen wir das machen, wie Fränkel sagt, weil Fränkel fährt auch mit. Genau. So schaut's aus. Genau, ist alles mit Elektro. Aber jetzt müssen wir aufpassen, dass mir da wieder alles in die Ohren fliegt. Hi, Fränkel! Moment, ich muss mal rausfahren. Das ist ein Wackelfränkel! Ach, ist das niedlich, ich bin gerührt! Also, die Entwickler haben ja gesagt, sie möchten irgendwas einbauen und ob sie meine Comicfigur zu irgendwas verwenden können. Sie haben aber nicht gesagt, was. Und jetzt haben die mir einen Wackelfränkel da reingebaut. Das ist ja geil. Eine Fränkelpuppe. Eine Voodoo-Puppe. Moin, hier ist Heini, jetzt geht er weiter mit dem Feuerwerk-Simulator 2014. Und guck mal, Punkt 0, das heißt, ich bin aufgestiegen. Treffe ich jetzt den Franklin? Das Tanklöschfahrzeug Florian 4 teile ich dir heute zu. Sorge dafür, dass das Fahrzeug jederzeit betankt und vollständig ist. Franklin, wo bist du? Frenkel, ich habe einen Kamm dabei. Ich kann mir erstmal jetzt die Haare. Nein, warte jetzt. Aber ich habe mir was Geiles überlegt. Das sage ich dir jetzt schon, ne? Wenn wir uns gleich im Auto, wenn wir einen Einsatz haben. Ah, ich drück zweimal W, weil ich schneller laufen will, weil ich denke, ich bin bei Minecraft, ey. Geh mal aus dem Weg da. Ich habe ein Date mit Frenkel. Hör auf jetzt hier, ey. Ich war wild, ey. Ich war doch nie so feucht im Schritt wie jetzt. Komm, Alarm, Alarm, ihr Schwuppen, Alarm, komm raus hier, genau, ja, komm, genau, den Penis anpacken, ihn zur Seite legen, richtig schön, oh, wenn wir hier nicht bei Hello-Trick sind, Gas-Game, hallo Fränkel, alles wieder am Start hier. Wir machen erstmal wieder die, Rolltore auf, weil ja der Fränkel mitfährt, ne,
Ich soll husten, wurde mir gesagt. Wenn ich dann schon dem Frenkel das mache, wie der Frenkel macht, muss ich das auch husten, wenn ich aufmache. Weil das macht man ja so, die Rolltore auf. Okay, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gemacht. Aber wir müssen das schon so tun, ne? Weil, wie gesagt, da ist er, der Frenkel, da drin ist er, da fährt er mit. Also müssen wir das so tun. Fahren wir halt nochmal kurz außen rum. Hoppla, das ist cool, wenn man da dagegen donnert, das mache ich gerade nochmal. Dann wackelt der Kopf so richtig dolle rum, seht ihr das? Achtung. Als ob der Klitschko ihm eine wischt. Ja, auf alle Fälle habe ich jetzt hier das Tankfahrzeug bekommen. Und ja, mit Frenkel-Puppe. Frenkel, mach Platz, rutsch rüber, komm. Was so? So. Und? Ich mach jetzt mal die Tür auf. Ich will noch nichts sehen. Oh, das war doch. Ich bin ja enttäuscht. Das war doch dieses Auto hier, ne? Und? Hände aus der Tasche. Gleich fällst du oder kommst du wieder hoch, ey. Hallo, Frenkel, na? Ich spuck mal unser Kollegen hier an, ne? Du, sag mal, wie kamst du eigentlich auf diese Frisur, was du hast, ne? Als Feuerwehrmann so. Und jetzt wollen wir doch mal testen. Also, du kennst mich, ha? Ah! Das ist geil. So, jetzt mal Vollbremse. Watcha! Frenkel! Da haben die doch was Geiles einfallen lassen, ne? Halt! Und die Rolltore sind auf. Zumachen bitte und aufmachen. Die Rolltore müssen natürlich bis zur Ankunft an den Unfallort geschlossen bleiben, ja, auch wenn der Frenkel was anderes behauptet. Der Frenkel ist nämlich noch Feuerwehrmann und ich bin Oberbrandmeister dieser Wache hier. Stehe ich also über ihn und deswegen habe ich auch recht. So. Ja, gegrüßt seist du, mein Frenkel. Guten Tag. wir müssen die Tore wieder aufmachen. Und für alle, die jetzt so wieder schreiben, ey, Ösi, du machst hier voll auf Frenkel-Style. Ich mach nicht auf Frenkel-Style, ihr müsst es verstehen. Im LKW drinnen sitzt ja der Frenkel mit dabei, die Voodoo-Puppe, ne? Und wenn ich jetzt mit geschlossenen Rolltoren fahre, dann verflucht mich das. Ey, die hauen mich! Da ist der Wackelfrenkel! Da ist der Wackelfrenkel! Die hauen mich volle Knörre! Oh! Geil, Omat! Das habe ich mir immer schon mal gewünscht, hier oben drauf. Ach, ist das geil. Guckst du wirklich so, Frenkel? Das ist geil. Warte, einmal! Oh, Schlag im Nacken gehabt, ey. Ist das geil. Warte, erstmal müssen wir üben. So. Okay, Frenkel, hast du Heini lieb? Ja, hat er. Findest du mich toll? Ja. Hat er auch. So geil. Und wie findest du Merkel? Scheiße. Geil. Das geht sogar. Es ist einfach wunderbar. Ja, warte, ich mache ein Foto davon. Und der krasse Gegensatz. Schaut mal. Ich fühle mich beobachtet. Ich sag's euch ganz ehrlich.